Hallöchen, meine Freunde, damit herzlich willkommen hier einmal wieder zurück zum Euro Truck Simulator 2 im Multiplayer zusammen mit meiner Wenigkeit. Und hier entdecken wir gleich einen DAF-Händler. Jawohl. Wunderbar. Den haben wir entdeckt. Wollen wir echt ein bisschen aufpassen, dass man hier durch den Schnee oder wieder was sieht. Und eine Agentur. Yep, eine Agentur entdeckt. Sehr gut. Und da vorne ist dann auch gleich unsere Firma, wo wir laden müssen. ACC. So. Dann gucken wir mal. Frachtmarkt. Genau das hätte ich gern. Auf jeden Fall relativ große Plätze hier, das muss man ja mal lassen, die nicht mal ansatzweise ausgenutzt werden. Aber die haben schöne Lackierung, also hier schöne Dinger, schöne Trailer, ACC. Sieht zwar ein bisschen aus wie, keine Ahnung, so ein bisschen kurz in Photoshop, drei Buchstaben drauf gemalt und werde, aber und das Ganze in 3D gemacht, aber hat was. So, dann geht's los wieder Richtung Norden an der, ja, ich sag mal an der Ostküste. Wir halten uns erstmal relativ östlich. Dann müssen wir aber auch relativ schnell westlich wieder. So, einmal hier rum und keine Sau hier. Aber wie gesagt, das war zu erwarten. Zumal ist ja auch mitten in der Nacht. Muss man ja, also jetzt nicht nur im Real Life, sondern auch hier. Ja klar, da schlafen die meisten. So, Agentur, alt, hier ist sogar eine, ist das sogar eine Firma? Das ist sogar eine Firma, warte mal, die nehmen wir gleich mal mit. Boah, gut, das hätte ich jetzt gedacht, dass das ein bisschen smoother geht. Oh, jetzt häng ich fest, oder wie? Ne, passt. Ah ja, hier ist die Firma, wunderbar. Dann nehmen wir die doch gleich mit. Nichts hier vollkommen lassen. So, dankeschön. So, ein wahrer Sizilianer. Alles klar. Es gab eine Errungenschaft, dass ich hier die Garage gekauft habe. Weiß ich jetzt nicht genau wofür. Er wird schon seinen Grund gehabt haben. Das war knapp, aber es hat funktioniert. So. Und dann gleich mal gucken, was das für eine Errungenschaft ist. Vielleicht ist das hier irgendwas Besonderes. Wie gesagt, ich kenne mich ja mit Italien, kenne ich mich nur eigentlich gar nicht. Ich war einmal, also ich muss mal sagen, Italien ist das einzige Land, wo ich mal sagen kann, okay, da war ich schon mal. Also abgesehen von Deutschland, ne? Ist ja klar. Und Tschechien. Aber wenn man die Grenzregion dazu zählen will, ne? Hochschalten bitte. Weil Italien, ich weiß nicht, ob ich die schlimme Geschichte habe schon mal erzählt, aber erzählen wir es halt nochmal. In Italien war ich damals noch zu Schulzeiten. Das war unsere Klassenfahrt dorthin. 10. Klasse, ich glaube, wir schreiben das Jahr 2009. Na, ich glaube, wir schreiben das Jahr 2000 dahin. Nee, das war nicht so preisig gerade, scheiße. Moment, wir schreiben das Jahr 2009, sobald wir hier fertig sind. Das wird auch massiv eng. Ich hasse ja sowas, ne? Ja,
weil ich so blöd bin, das Navigationsgerät zu verstehen, auf der anderen Seite, weil ich so blöd bin, rückwärts zu fahren. Aber Gott sei Dank ist hier keiner, deswegen kann man das mal machen, sonst hätte ich das jetzt natürlich nicht gemacht, ganz klar. So, das war jetzt hier natürlich die richtige Strecke. Mal ein bisschen hochschalten. Also, wir schreiben das Jahr 2009, meines Erachtens nach war das da. 10. Klasse, Abschlussfahrt. Es gab die Auswahl zwischen Italia und Espania, ne? Und die Klasse davor, also wo wir noch 9. waren und die damalige 10. halt, die war in Spanien, ja. Und ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, sogar in Madrid. Ja, die waren irgendwie in Madrid dort. Und deswegen hatten wir uns dann dafür entschieden, nach Italien zu machen. Der ganze Spaß hat, lass mich lügen, neben dem Klassenkassengeld, was wir vorher schon immer hatten, oder eingezahlt hatten, nochmal 150 Euro extra gekostet. Also es ging eigentlich. Wenn man es mal so überlässt, das war extrem billig. Und das hatten wir zusammen mit einer anderen Schule sogar. Also das waren wir nicht mal alleine, da haben sich zwei Schulen zusammengetan. Und dort sind wir dann eine Woche nach Rimini. Rimini ist, ich glaube, relativ weit südlich, nicht ganz unten, aber Rimini ist relativ südlich von Italien und ist eigentlich auch, soll man sagen, ich glaube, so ein Touristenpunkt. Ich glaube nicht, dass du da Italien in seiner vollen Pracht sehen kannst oder erleben kannst. Das ist eher so eine Touristenhochburg, Rimini, Partymeile von mir aus auch, nennt es wie ihr es wollt, aber ich glaube, das ist Rimini. Rimini ist eher so Party, Saufen und Drogen, Sex und Alkohol, ihr wisst ja. Tschüss, Werbefreundlichkeit. So, in dem Sinne, genau. Und dort sind wir dann halt runter, mit dem Bus, wohl bemerkt. Da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern, das ging um ca. 23.30 Uhr, Mitternacht, irgendwie sowas in der Richtung von der Schule los. Das war damals schon Abenteuer um die Uhrzeit, muss man ja mal gestehen. Und dann halt über Nacht oder durch die Nacht Richtung Italien. Schlaf war natürlich so gut wie nicht vorhanden. Ist ja ganz klar, ne? Dann versucht im Bus zu pennen. Was so, ja, mal mehr, mal weniger funktionierte. Ne? Und irgendwann dann waren wir dann irgendwann mal in Italien, sind dann relativ, wann sind wir dort? Ich glaube, wir sind dort erst relativ spät angekommen. Also eine Busfahrt, das dauert, könnt ihr euch ja vorstellen, ne? Der Bus darf nur so und so viel km/h fahren. Und dort ist mir halt das erste Mal aufgefallen, diese massiven Mautstellen, die dort unten haben. Kann ich mir noch so dran erinnern, der Busfahrer hat immer zack, Fenster öffnet, die Kippenschachtel raus, zu, konnten wir weiterfahren. Irgendwie ganz interessant, wie das da unten läuft. Und apropos Maut, wir haben hier wieder Maut, ich habe noch leider keine Kippen dabei. Eieieiei, sowas meine ich halt. Fährst ein paar Meter und hast halt schon wieder eine Mautstelle. So, wir sind irgendwann dort unten angekommen, dann ins Hotel rein. Last ist ein 3-Sterne-Hotel gewesen sein. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, es war 2 Sterne, maximal 1. Natürlich, wie das dort so ist, kein Wort Deutsch. Was man jetzt nicht erwarten kann, wenn man im Ausland ist. Oder nicht im deutschen Ausland, im Sinne von Österreich und Schweiz. Oder Niederlande. Niederländisch kann man als Deutsch auch noch so halbwegs identifizieren. Wir natürlich, damals, also einige konnten Englisch, aber also dieses Basic Schulenglisch, ne, damit kamst du so roundabout-technisch etwas weit, aber jetzt auch nicht so massiv weit, ja.
Und ja, dort dementsprechend eine Dreierzimmer-Konstellation. Eine Dreierzimmer-Konstellation war im Sinne von ich, mein damaliger bester Freund und dessen bester Kumpel. Also Dreierkombination. Nebenan war dreifach Weiberzimmer. Dann hatten noch irgendwie aus der anderen Schule hatten ihre Zimmer. Oben waren dann irgendwie auch noch drei Weiber von uns. Und es war, keine Ahnung, war ganz komisch gemacht. Auf Deutsch übersetzt. Ja, erster Tag halt ankommen, dann ging es erstmal zum Strand. Das war der Sonnenbrand meines Lebens, den ich mir da geholt habe. Muss man ja wirklich mal so dazu sagen, weil ich bin da irgendwie eingepennt. In der Sonne, ohne Sonnencreme, mit meinem Hauttyp. Ihr könnt euch vorstellen, da sagt sich so die Haut nach 2 Minuten, alles klar, geh mal in Schatten, sonst habe ich keinen Bock mehr auf dich. Wenn du schläfst, hörst du sowas natürlich nicht. Und hat sie gesagt, alles klar, leck mich jetzt richtig. Ja, das war so die Sache. Und dann gab es irgendwann abends Armbrot, ne? Das waren, ja, wie soll man sagen, Nudeln in Käsesoße, ja, oder 4 Sorten Käse mit Nudeln. Hat jetzt den wenigsten dort gemundet. Viele meinten, das sind Nudeln in Milch. Ich muss nur ehrlich gesagt gestehen, weil wenn man schon mal in Italien ist, ist halt alles ein bisschen anders dort, dann, ne, beziehungsweise frischer. Oder halt so, wie es eigentlich ist und nicht, wie es die Industrie halt mal so vorgibt. Im Endeffekt war das eigentlich schon passend. Auch passend dazu waren wir neben Rimini, waren wir, was weiß ich, wo wir danach waren. Also Rimini um Dings und irgendwelche, ja nicht Berge oder Touristenattraktionen, whatever. Aber wir waren auf jeden Fall mal in diesem komischen Stadtstaat, der dort unten irgendwo in der, nee, war das? Ja doch, wir waren eh mal in den Stadtstaat. Der dort irgendwo ist und wir waren in Venedig. Venedig übers Meer. Venedig sollte jedem was sagen, das ist die Stadt. Och, das sieht man mal hier in. Venedig ist diese Stadt, die mitten im Meer ist. Und keine Ahnung, vielleicht in ein paar Jahrzehnten nicht mehr existiert, weil sie überflutet ist. Das ist Venedig. Schöne Stadt, muss man wirklich sagen. Das habe ich sogar noch so halbwegs in Erinnerung. Ich glaube, ich hätte weiter rechts fahren müssen, oder? Ja, irgendwie falsche Fahrseite hier, aber egal. Und da halt auch mal richtig originale italienische Pizza. Ja, Pizza Margherita. Da muss man sagen, das war krass. Da erinnere ich mich sogar noch dran. Vieles aus der Zeit vergesse ich oder habe ich vergessen oder will mich auch nicht mehr dran erinnern. Aber daran erinnere ich mich noch. Das hat wirklich komplett anders geschmeckt, wie die Pizza hier bei uns halt kennst. Ne, auch jetzt mal von Tiefkühlpizza abgesehen oder von Lieferdiensten etc. pp. So eine wirklich originale italienische Pizza, das schmeckt schon anders. Das schmeckt komplett anders. Der Teig ist komplett anders. Die komplette, wie soll man sagen, Struktur vom Teig und von allen, das schmeckt halt einfach, man muss es ja wirklich mal sagen, das sage ich, es schmeckt halt einfach wirklich besser. 10-mal besser. Kostet dementsprechend aber auch, ich glaube für so eine Margherita 10 Euro. Naja, muss man wissen, ob man das will. Und, das muss man ja wirklich dazu gestehen. Ja, aber ansonsten war das eigentlich eine ganz spaßige Sache. Meines Erachtens nach. Eben so viel Negatives fällt mir jetzt nicht ein. Sonst waren wir wieder solche Busfahrten, die ewig und 3 Jahre gedauert haben. Irgendwo hin und ansonsten dort halt gammeln. Viel Milch trinken, versteht sich, was zum damaligen Zeitpunkt halt so in war. Das Jurengesöff. Nur bei denen halt anders. Fragt mich nicht, was das für Gelümbe war. Keine Ahnung, man konnte es auf jeden Fall erwerben. Interessanterweise, die Verkäufer konnten halbwegs Deutsch. Zwar nicht viel, aber sie konnten halbwegs Deutsch. Es gibt in Italien aber auch das Gesetz, dass du in der Öffentlichkeit nicht trinken darfst. Was haben wir natürlich gemacht? In irgendeine Seitenstraße, Schilden, kamen die Bullen vorbei. Ja, haben blöde geguckt, sind weitergefahren, weil scheinbar nichts verstanden. Und, ja, aber ansonsten kann ich mich eigentlich an nichts Negatives erinnern. Herr Schlippe doch, Ines ist schwanger geworden. Aber Schlippe nicht aus unserer Schule oder Klasse, sondern von der anderen Schule da. Schlippe, Ines ist da echt schwanger geworden. Ja, die Jugend. Da sagt man jetzt die Jugend, die deutsche Jugend. Nee. Es war auch vor, wie lange ist das jetzt her?
Ja, wenn jemand 2019, also 8 Jahren, es war vor 8 Jahren auch nicht anders. Die haben auch immer nur ans Ende gedacht. Ans Fächeln, ans Fächeln, ans Fächeln. So. Dann einmal hier bitte aus und. Ja, wollte gerade sagen, Handbremse raus. Mal gucken, dass wir hier wieder weiterkommen. Das ist nämlich. Das ist ja eins. Habe ich meinen Trailer noch? Ja, weil hier habe ich aus Versehen abgehangen. Das wollte ich nämlich gar nicht. So. Aber das erstmal zu der Italien-Geschichte. Meine Freunde, wir sind fertig für den Part. Ich danke natürlich wieder fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen nach oben. Ganz klassisch. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis denn, oder renne. Tschüss.